was haben wir denn jetzt hier alles? Da darf ich nicht durch, das ist interessant. Okay. Da oben ist der Hauptweg, ne? Hier am Wasser gefällt es mir auch ganz gut. Apropos Wasser, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, das Wasser. Gefällt mir. Hoppala. Jo. Kann ich da unten rein? Scheint nicht. Ich glaube, ich muss oben lang. Das Spiel führt mich so ein bisschen wieder nach oben. So, dann... Okay. Oh. Ich hab... Das wollte ich doch gar nicht. Scheiße. Scheiße. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ah! Oh, das sind zu viele. Das sind definitiv zu viele. Ich lauf. Wo muss ich denn lang? Bin mir gerade nicht sicher. Heilige Scheiße. Hier ist eine Hütte. Wo ich nicht reinkomme. Wo ich doch reinkomme. Hier war ich schon drin. Scheiße. Ja. Ist geil hier. Ich bin erledigt. Ja. Okay, das war nicht unbedingt die beste Idee. Alter Schwede. Da ist ja eine ganze Menge los. Ja, dann versuchen wir da nochmal ein bisschen besser lang zu schleichen, würde ich sagen. Ja. Okay, wenn du in einem Gegner... Was, wenn du einem Gegner ins Bein schießt, fällt er vielleicht zu Boden. Okay. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Nichtsdestotrotz gehe ich nochmal eben zu der Hütte hin. Weil da waren da wenigstens ein paar Sachen, die ich gebrauchen kann. Und dann müssen wir überlegen. Hätte ich vielleicht eben den richtigen Knopf gedrückt, dann hätte ich den vielleicht doch erstochen. Aber ich denke, das hätten zig andere gesehen und gehört. Die Spritze ist wichtig. Die nehmen wir als erstes. So. Sind das zwei? Da liegen zwei Spritzen. Das ist natürlich... Drei habe ich jetzt. Wow. Oh, das würde ich ganz gerne nochmal speichern. Und das Kartenfragment. Gut. Okay. Energie ist gerade ganz gut. Ich schleiche jetzt nochmal hier hinten lang. Ja, ich könnte dich von hinten erstechen, aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt, ganz ehrlich. Wahrscheinlich eher nicht. Komm ich mal lang. Da oben sind sie alle, die Penner, ne? Da bei dem Feuer, da waren sie. So, mal gucken, was machen wir da jetzt am besten? Ein Stück Mauer. Vielleicht können wir da lang mal noch hinter. Müssen wir irgendwie unbemerkt an den ganzen Haufen vorbeikommen. Die können wir unmöglich alle töten. Das ist auch bestimmt nicht so gewollt. So. Wo sind die denn jetzt alle? Da frisst einer. Okay. Der hat mich schon gesehen. Kacke. Heidewitzka. Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich drehe mich auch gar nicht erst um. Nee, da ist die Tür. Scheiße. Die kommen mir jetzt alle schön hinterher, ja? Super. Ich gehe nochmal am Fluss entlang. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen besser im Blick. Huhuhuhuhuhu. So.
kommt ihm immer noch an hinterher. Ich weiß gar nicht, ob das so verkehrt wäre. So, und da unten darf ich ja nicht lang. Würde ich ja gerne, aber ich muss anscheinend irgendwie über die Brücke rüber. Hier lang. Okay, das habe ich irgendwie gekriegt. Scheiße, nichts wie weg von hier. Ja, ja. Das sagst du so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn, du. Zumindest höre ich gerade keinen. Das ist ja schon mal was. Komme ich hier raus? Einfach? Gott verdammt! Okay, zumindest lassen sie uns in Ruhe. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Oh, Kapitel 2 ist geschafft. Geil. Boah, auf jeden Fall speichern. Auf jeden Fall speichern. Ich drücke gerade auf Speichern, aber es passiert nichts. So. Ja, komm, den können wir überschreiben. Sehr schön. Boah, alles gefällt mir wirklich gut. Ich hoffe, dass euch das Spiel dann auch gefällt. Also, ich kann das ja immer schwer einschätzen. Aber ich bin wirklich auch angespannt beim Spielen und so. Und, boah, geil. Einfach richtig geile Atmosphäre hier. So, nächstes Kapitel. Das ist dann schon das dritte. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie viele Kapitel das Spiel überhaupt hatte. Ob das vielleicht 12 waren oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es auch noch weitaus längere Kapitel. Und ja, also das ist ja natürlich der Anfang. Ne? Es wird natürlich noch schwerer. Also oh, ich habe jetzt schon Panik vor dem, was alles noch kommen wird. Okay. Ich überlege gerade, was kam jetzt als nächstes? Ich weiß es nicht mehr. Also das ist für mich jetzt auch spielerisch blind. Das Let's Play ist auch schon ein bisschen her. Warten wir es ab. Okay, hier haben wir was zum kaputt machen. Wo leider nichts drin ist. Also irgendwo sind wir an Land gekommen. Die Klauen der Horde. Das klingt super. Oh, ich darf keine Medizin mehr nehmen. Dann nehmen wir doch eine. Ich dürfe maximal 2 tragen. Gut, bevor wir die verschwenden, ne? Nehmen wir die. So. Und hier ist auch... Doch, da war was. Was war das denn jetzt? Was habe ich da genommen? Okay, das war tatsächlich ein bisschen Munition, glaube ich. Können wir das Boot nehmen? Nö. Anscheinend mit dem Boot will er nicht fahren. Okay. Dann gehen wir zu Fuß weiter. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier nicht so viel Gegner auftauchen. Oh, sogar ein Resident Evil Fass. Ja, fast. Nicht ganz, aber. Fast. So, hier hoch. Okay, ich höre irgendwelche Zombies. Das klingt nicht so einladend. Da ist ein ganzer Berg mit Leichen, ey. Na komm, zünden wir den mal an. Vielleicht können wir da ja durchgehen. Ach, guck mal, wie der Leichenberg schrumpft. Aber wahrscheinlich können wir da wirklich durchgehen. Ja, das sieht so aus. Du fässt mich hoffentlich nicht an. Lassen wir den einfach mal da liegen. Bisschen Streichhölzer sparen, oder? Ah, komm, einen lass noch mal liegen. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Okay, da geht eine Tür auf. Interessant. Oh. Diese beklemmende Atmosphäre ist hier echt krass. Okay, Hütte. Hütte bedeutet auch fast immer Menschen, ne? Na gut, das ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Okay, komm, wir schleichen uns mal voran, ne? Da ist eine Treppe. Ich weiß nicht, von welcher Seite wollen wir uns in dem Gebäude nähern? Fangen wir rechts an? Ja, ich denke, wir gehen rechts rum und gucken, was hier so ist. Und vielleicht die erste Tür, die wir finden, da sollten wir vielleicht dann rein.
Vielleicht ist hier in der Mitte direkt was? An dem Wagen? Nö. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Sieht ganz gut aus. Hier ist auch gerade kein Gegner. Da ist auf jeden Fall Zeug. Saft. Schon wieder eine Energiespritze. Sollte ich mir vielleicht mal merken, wo die liegt. Ja, die brauche ich, glaube ich, nicht anzünden, oder? Ich glaube nicht, dass die wieder aufstehen, oder? Fallen die irgendwann von der Decke und laufen weiter? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oh. Da ist eine Flasche. Oh! Und ich höre sehr schöne Musik in meinen Ohren. Da ist irgendwo ein Speicherpunkt. Den wollen wir uns mal schnappen und ein bisschen uns tunen. Vielleicht auch so, dass wir mehr Energie tragen können. Das klang nach Bombe. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich wollte eigentlich langsam die Tür öffnen und nicht eintreten. Sie ist weg. Weg! Und da ist ein Kartenfragment. 4. Da haben wir 3 Stück schon. Cool. Eins vergessen. Und hier ist ein Tagebucheintrag wieder, wie es aussieht. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2014. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. So, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Also ein kleiner Spanner ist er hier. Upsala. So. Ja, komm, wir gehen einfach mal rein. Und tunen uns ein bisschen. Ich glaube, wir haben nicht wirklich viele eingesammelt in den letzten Parts, aber immerhin. Mein Kopf. So. Trautes Heim, Glück allein. So. Und raus hier. Ich weiß gar nicht, hin und wieder hört man doch sogar was von den anderen Zellengenossen, oder? Ich bin der Meinung, dass hier auch noch andere hin und wieder zu hören sind, aber aktuell interessiert ihn das herzlich wenig. Dürfen wir schon hier hinten hin? Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Was denn? Lässt du mich jetzt rein? Das wäre schön. Hier entlang, genau. Bitte. Dankeschön. Denn jetzt kommen wir zu den Schließfächern. Das weiß ich noch. Und wo führen Sie mich hin? Da gibt es... Sie reden wohl nicht viel. Goodies. So. Genau, hier sind Schließfächer. Einen Schlüssel haben wir. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Ja. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Ja, welche wir öffnen, ist uns überlassen. Ich nehme einfach mal diese hier, weil die gerade angezeigt wird. Und da finden wir... Was ist das? Explosivbolzen, ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in der Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wänden oder sogar an Gegnern platziert werden. Das ist cool. Der Explosivbolzen. Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Jo. Ja, und ihr seht, hier sind so viele Fächer, die wir alle öffnen können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es möglich ist, dass man wirklich im Spiel alle Schlüssel findet, beziehungsweise ob es immer so viele Schlüssel gibt. Und ob man sich halt immer ein bisschen aussuchen kann und Glück haben muss, wo was drin ist. Ne? Aber hier gab es auf jeden Fall noch irgendwas in diesen ganzen Räumen hier hinten, bin ich der Meinung. Genau, hier. Da ist nämlich die Karte. Eine Karte der Stadt. Vielleicht bringt es etwas, sie wieder auf das einzusetzen. Ja, zusammenzusetzen. Und wir haben doch
Kartenteile. Ach, das sind schon unsere Kartenteile, die da drin sind, ne? Ja. Da haben wir 3 Kartenteile reingeplättet. Nämlich 2, 3 und 4. Ja. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie so eine Art 100% Ende gibt, wenn man alles findet. Das kann ich jetzt ja schon nicht mehr schaffen, weil uns das erste Kartenstück fehlt. Leider. Aber okay. Das ist nicht mehr zu ändern. Ansonsten ist, glaube ich, hier hinten jetzt nichts mehr, was wir machen können. Dürfen wir hier eigentlich auch raus? Nö, die ist zu. Gut, müssen wir uns diesen Weg nehmen. Dann gucken wir nochmal eben, ob hier vielleicht neue Zeitungsartikel rumhängen oder so. Zeitung? Die ist neu. Okay. Serienmorde gehen weiter. Polizei rätselt über Todesursache. Warum gibt es keine Spur vom Mörder? In der Nähe von Elk River wurden weitere Leichen gefunden. Die Anwohner fühlen sich in ihren Häusern gefangen. Ja, würde ich wahrscheinlich auch. Und hier was Neues. Schon wieder Missing. KCPD-Officer Oscar Connelly. Ja, auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. Ja, wir haben ihn von seinem Zombie-Dasein erlöst. Und jetzt tunen wir uns noch ein bisschen auf. Dann wird gespeichert und dann geht's wieder zurück ins Spiel. Oh, 2000 haben wir zusammengekriegt. Immerhin. Das ist ja ein bisschen was.